Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen noch ein extra Replay hier für Arados. Wieder Legacy of the Void. Es ist Ander Önal gegen Querrel. Das ist eigentlich ein Grandmaster-Zerg, kennt man aus HOTS. Und hier sieht man gleich auch nochmal das, was ich im Replay davor schon angesprochen habe. Jetzt nochmal kurz im Stillstand. Man fängt normalerweise mit 6 Drohnen an oder Sonden. Die würden dann halt die 3 hier und die 3 da. Ja, also das, was hier so in dem Bereich ist. Diese 6 hier außen gibt es nochmal neu dazu. Und was halt dazu führt, was ihr gleich sehen werdet, wie schnell das hier gleich losgeht mit den Moneten. Wie das hier gleich abgeht. Ja, man kann hier nach 20 Sekunden schon den Pylon bauen. 25. Normalerweise baut man den nach 55 oder so. Ich weiß es nicht so genau, aber das Timing. Und das hat gerade meinen Herzschlag kurzfristig beschleunigt. Um 2 Herzschläge die Minute. Ja, Gastrick hier. Zacki, Racki. Nochmal ordentlich Drohnen gebaut. Ja, das ist halt Wahnsinn. Wenn man selber erstmal, das kommt einem jetzt vielleicht so selbst, wenn man es als Zuschauer sieht, gar nicht so vor. Ich selber habe ja mittlerweile aber auch Zugang zu HOTS Beta. Du kommst als Noob, da kommst du gar nicht mit klar, wie schnell du bauen kannst, wie schnell die Kohle reinkommt. Ja. Normalerweise ein 10-Gate vielleicht bei, weiß ich nicht, bei 1,30. Ja, und jetzt haben sie halt hier schon noch ganz normal 17 Supply und das Gate ist trotzdem da. Und es ist nicht mal All-In. Quasi, ja, das gibt so viele Möglichkeiten. Ist die Hedge ein bisschen schief? Oder sind einfach nur die Mineral Patches scheiße auf der Map? Könnte die nicht vielleicht noch einen hoch und ran? Oder ist die... Das gibt es ja hin und wieder nochmal, dass die Maps ein bisschen buggy sind. Wie heißt die Map überhaupt? Ich habe mir das jetzt hier für jedes Replay, was wir heute schon gemacht haben, so aufgeschrieben, damit ich das immer nicht vergesse. Wie heißt diese Map? Warum kommt keine Musik? Und Ander Nexus, diesmal übrigens alleine, ja. Er spielt jetzt hier nicht im Önal hier, im, im Dingens. Archon mit Humpen, sondern er spielt alleine. Wie heißt diese Map? Ich weiß es nicht mehr. So. Ach, Önal, Junge, Supply blockt. Was ist das denn? Ach, hier wieder Stargate, der Lump. Und die Taktik, die wir früher mit Kaloin und Schlendi und Nase und Riese und Smorch immer gespielt haben oder angesagt haben, dass wir sie spielen wollen, was aber zeitlich überhaupt nie geklappt hat, alleine schon vom Spielablauf und den Moneten her, Proxy Battlecruiser bei 3,30. Da haben wir uns früher immer lustig gemacht. Na, was spielst du denn? Ja, hier die Tees, ja, hier Proxy Battlecruiser bei 3,30, Junge. Mittlerweile ist das möglich. Also man müsste es mal ausprobieren, aber ich glaube schon. Ja, denn wenn man halt hier sieht, dass man quasi auch bei 3,30, wenn er jetzt hier nicht noch irgendwas anderes sich verbaut hätte, da nicht Supply-Block gewesen wäre, halt hier bei 3,30, okay, 3,50 ein Proxy-Stargate setzt. Das geht dann schon fast. Und er expandiert auch hier in Richtung Önal. Ah, er weiß aber auch noch nicht, wo der Gegner ist. Er geht nicht scouten. Jetzt erst. Querrel, aber auf jeden Fall glaube ich, das ist ein guter Zerg-Spieler. Und wenn es euch übrigens gefallen hat, der Replay Wednesday, dann schickt mir, wie gesagt, weiter in eure Replays. Ich habe es eben im letzten Video schon mal gesagt, Mister... Nein, gar nicht wahr. Kontakt... Ach, ich habe es ja kopiert. Ah, aha, nein, doch nicht. Scheiße. Nee, hier so. Kontakt... at Mr. Pink... Mr. Point... Mr. Pink... TV.com. Das ist die E-Mail-Adresse, an die ihr bitte eure Replays schickt. Egal, wie gesagt, Wings of Liberty, HOTS oder Legacy of the Void. Egal, welche Liga, Bronze bis Master, Grandmaster, alles drin. Hier, Adepten. Die habe ich bis heute noch nicht. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Da müssen wir nochmal kurz zurückspulen. Adepten. Hier, der Typ, der spricht erstmal noch. Der hat doch keine eigene Sprachsamples. Der spricht wie ein Orakel. Und er kann den Move Psi-Transfer. Er schafft ein unverwundbares psionisches Abbild, das sich bewegen, aber nicht angreifen kann. Nach 13 Sekunden teleportiert sich der Adept an das Standort des Abbilds. Pass auf. So. So wie er jetzt ist, kann er angreifen. Mit der Glevenkanone.
Ja, Bonusschaden, das ist hier quasi das Helion des Protoss. 23 gegen Light. Mit zwei Schuss macht er alles kaputt. Ja. So, hier. Eins. Zwei. Ah, umgeschlotzt. Ja, die Queen macht drauf. So, eins. Zwei. So, das ist der Original-Adept. Ja, der kann Schaden nehmen. Glaube ich. Ja. Und mit dem kannst du jetzt da oben hinfahren und das Ding hier, das ist das Abbild, der fährt jetzt weg. Imba oder was? Was ist das denn? So kann man den halt retten, weißt du? Dann rennst du mit dem richtigen in die eine und mit dem Abbild in die andere. Das ist völlig abgefuckt. Das habe ich bis jetzt immer noch. Also wenn ich das manchmal sehe, dann denke ich auch hier, Scheiße, was ist da los? Ja, das kann der alle, weiß ich nicht, was hat das für eine Abklingzeit? 20 Sekunden. Oder wie schnell der Linge weghaut. Oder Banelinge. Ich meine, der hat jetzt hier nur Waffengeschwindigkeit 2,8. Das ist relativ langsam. Aber wenn man halt mit zwei Schuss einen Worker wegknallt, Alter. Hinten. Hier, Orakel, Junge. Was hat sie für einen Scheiß? Vier Kills. Aber er ist One-Base, der Apparatus, der andere Nexus. Ja, mit dem Orakel ja hier Proxy gebaut. Ja. Gateways. Kein Problem. Adept, Junge. Was für ein ekelhaftiges Scheißteil. Ja, boom, boom. Oder man könnte es halt einfach auch so machen: Du bleibst mit dem Original vor der Haustür stehen und schiebst dann das Abbild hier so rein, der schwubbelt hier so durch, hui, und dann beamt sich die Einheit auf einmal da rein hier. Ja, jetzt macht er das auch. Aber so sollte man das nicht machen. You are doing it wrong! Void Ray Adept. Was sagt ihr dazu? Das ist völlig. Das macht mich völlig fertig, diese Einheit. Void Ray Adept One Base. Und die Linge machen halt überhaupt keinen Schaden, beziehungsweise. Weil die halt auch. Was haben die? Ach da, 180. Mit 90, mit 50-50. Ah, hier das Kanonending hier, eine Muschi kommt nochmal runtergeklappt. Ah, hier, wo sind sie? Wie sind sie denn da hingekommen? Die waren doch eben noch hier. Hier, die Linge hier, puff. Und jetzt gleich. Einfach so, schwupp, sitzt da hinten. Eco-Sterben Deluxe. Roach bauen noch ein paar Linge. Linge kannst du dir komplett schenken, aber was soll er sonst bauen? Er kann nichts anderes bauen. Und was kostet dieser Scheißer eigentlich hier? Was kostet der Wichser? 125. So viel wie ein Stalker. Weniger als ein Stalker. Gut, er kann aber auch, glaube ich, nur Boden angreifen, ne? Ja, Ziele Boden. Wäre noch schöner. Guck mal hier, so eine Hedge hier. Zack. Auch immerhin 10, aber 23 gegen Light, das ist ja so. Hier, yeah, guck mal, ja, die Queen hier. Der mein okay, die ist Armort, ne? Aber in der Masse. Und dann schlottern die einfach durch. Yeah, ich bin der Zaubergeist hier, der Poltergeist von Anderönaltal. Yeah, bumm. Ja, has left the game, Junge. Das macht mich völlig fertig. Bloß weg hier mit der Scheiße, der Adept, Junge. Was für ein Dreck.